Hallo, grüßt euch. Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren kleinen Video zu Transimworld 4, besser gesagt zur Main-Weser-Bahn, der S-Bahn Frankfurt von Friedberg Hauptbahnhof nach Frankfurt Hauptbahnhof. Da arbeitet ja der Pilot 21 gerade dran an dieser Strecke. Ist schon ziemlich weit. Hatte ich ja gestern ein Video zu gemacht am 4.11. Verlinke ich euch oben rechts mal in der Infobox, falls ihr das verpasst habt. Ja, wirklich sehr bemerkenswert, was er da gebaut hat in 7 bis 8 Wochen. Die Strecke ist, wie gesagt, fertig. Von Friedberg bis nach Frankfurt West sieht unfassbar super aus. Also besser als alles, was wir bisher in Transimworld zu Gesicht bekommen haben. Die Niddertalbahn kommt da sehr nah ran, aber selbst die Niddertalbahn kann da meiner Meinung nach nicht mithalten. Und es gibt ein paar neue Informationen. Wie gesagt, gestern das Video drehte sich ja darum, dass wir in dem Video so ein bisschen mitgefahren sind. In dem Video seht ihr eine Fahrt von Friedberg nach Frankfurt West. Könnt ihr euch dann auch nochmal angucken. Download, besser gesagt, der YouTube-Link ist verlinkt in dem Video von gestern, was ich oben in der Infobox verlinkt habe. Und heute geht es darum, dass hier so ein paar Fragen von ihm beantwortet wurden im DTG-Forum. Hat er ja hier sein eigenes Thema. Wenn ihr hier auf TrainSimWorld geht, gibt es ja hier PC-Editor Discussion. Und da geht ihr drauf und dann alles, was mit Creation Sharing hier markiert ist, das sind quasi Strecken oder Assets, die im Moment gebaut werden. Und er ist ganz hier oben und hat, obwohl man hat ja das Thema erstellt am Freitag und hat jetzt schon 46 Antworten und 1648 Aufrufe dieses Themas. Also es findet riesen Anklang, zu Recht wirklich Wahnsinn. Er beantwortet hier ein paar Fragen. Zum Beispiel hier unten, die Fragen beantwortet er hier unten. Hier zum Beispiel möchte ihm jemand den Fahrplan, den er sich selber baut für die Niddertalbahn rund um Bad Vilbel, zur Verfügung stellen. Da hat er gesagt, ja, das wäre sehr hilfreich. Das wäre schön, wenn du mir den zur Verfügung stellst. Und hier fragt Kangaroo Conductor, welche Assets er da verbaut hat und ob er alleine an diesem Projekt arbeitet. Und er schreibt, die Assets, die er da verbaut hat, die sind alle von der Niddertalbahn und von der linken Rheinstrecke. Einzig ein paar Stationsnamen und die dazugehörigen Assets hat er sich selber gebastelt. Und jetzt kommt's, I'm working alone on this project. Er arbeitet alleine an dieser Strecke und das ist meiner Meinung nach wow. Und das ist sowas von bemerkenswert, wenn man den Stand der Strecke sieht, wenn man den Wiedererkennungswert der Strecke sieht und auch die Qualität der Strecke sieht, ist das, was er da in 7 bis 8 Wochen gebaut hat, wirklich der absolute Hammer und der Wahnsinn. Da können sich, glaube ich, die Jungs bei DTG so ein bisschen, ja, eine Scheibe abschneiden. Sehr bemerkenswert, wie ich finde. Und es gibt Jungs, die für den Train Simulator Strecken bauen, auch wirklich hohe Qualität. Das hatte ich im Race im Forum gelesen. Die sagen, sowas würde ich im Train Simulator in 7 bis 8 Wochen niemals hinbekommen. Also für alle, die gesagt haben, als der PC-Editor angekündigt wurde, da kommt nichts. Da brauchen wir uns gar keine Hoffnung machen. Es wäre total kompliziert, Strecken zu bauen mit dem Unreal Engine Editor. Ja. Die sind, glaube ich, jetzt eines Besseren belehrt. Dann kam die Frage: Do you plan on releasing this for free or as a paid DLC? Also kostenlos, wird das kostenlos erscheinen oder wird es als DLC erscheinen, wofür man zahlen muss? Und er schreibt, es wird kostenlos sein. Diese Strecke in dieser Qualität wird kostenlos sein. Ich hoffe nur, dass der Gute irgendwie einen PayPal-Spendenlink oder so hat, dass man dem da mal ein paar Euro rüberschicken kann, weil dafür würde ich freiwillig was bezahlen. Also das möchte ich gar nicht kostenlos haben. Das ist so gut, so eine Wahnsinnsqualität. Also da appelliere ich auch an jeden, da einfach mal einen Obolus rüber zu schicken. Jeder Euro ist da, glaube ich, gut angelegt. Wenn man für Strecken von DTG 30 oder sogar 35 € bezahlt, dann ist es, glaube ich, nicht zu viel verlangt, da einfach mal, wenn er das möglich macht, einfach mal einen Fünfer rüber zu schieben. Also mindestens. Wirklich Wahnsinn. Was aber gleichzeitig bedeutet, wenn die Strecke kostenlos sein wird, wird es sie nicht für die Konsole geben. Sollte das Ganze nicht über DTG vermarktet werden als, ich sag mal, freier Streckenbauer, freier Entwickler, ist es einem nicht möglich, in TrainSimWorld einfach zu sagen, hier, ich habe eine Strecke gebaut, die bringe ich raus, ich will dafür 30 € haben. Das muss über DTG gehen. Wenn er diesen Weg nicht geht,
wenn er sagt, ich möchte das kostenlos anbieten, ich möchte dafür kein Geld, dann kann es nicht für die Konsole erscheinen, weil es mit dem Editor für den PC gebaut wurde. Und wenn er das veröffentlicht, dann werden nur Spieler für den PC diese Strecke zur Verfügung haben, um es für die Konsole nutzbar zu machen oder besser gesagt, um es auf der Konsole zu releasen, müsste dann der Weg über DTG gegangen werden, damit die das dann quasi konvertieren für die Konsole und das dann, ja, was kostet und auch für die Konsole released wird. Hier schreibt dann nochmal, nachdem der Chuchu gesagt hat, das ist Wahnsinn, arbeitest du daran alleine? Ja. Der Moron222 sagt hier nochmal, auf die Antwort von ihm, dass das von der Niddertalbahn und von der linken Rheinstrecke die Assets sind, braucht man dann die Routen, damit das funktioniert. Und der gute Steamy Locoman, der schreibt, ja, as far as I know, yes, you will Assets and Freeware Route. Also ja, man braucht dann die Niddertalbahn und die linke Rheinstrecke, damit man die S-Bahn Frankfurt hier, diese Strecke von Friedberg nach Frankfurt Hauptbahnhof benutzen kann, braucht man diese beiden Strecken, weil die Assets ja von da sind. Wenn man die Strecken nicht besitzt, hat man dementsprechend in seinem Spieleordner auch nicht die Assets, also die Vegetation und dergleichen. Und dann kann man die Strecke natürlich nicht nutzen, weil einem diese Dateien dann fehlen. Also wenn die Strecke rauskommt, braucht ihr definitiv, stand jetzt die Niddertalbahn und die linke Rheinstrecke, damit das Ganze dann auch funktioniert. Ja, sehr, sehr geil. Ja, er schreibt hier nochmal, dass das zumindest beim Train Simulator so ist, dass man Sachen, die von anderen Strecken verbaut wurden, dann natürlich auch braucht. Also wirklich, ja, sehr, sehr schöne News, die wir hier bekommen. Hier fragt noch einer, wie einfach ist es, Routen zu bauen in TSW im Vergleich zum Train Simulator? Und hier der Toms87 schreibt, er baut schon Strecken seit 10 Jahren für den Train Simulator und er, and I could never build Friedberg Frankfurt from scratch in 7 weeks. Und er sagt, ich könnte niemals in 7 Wochen von null an Friedberg Frankfurt bauen in 7 Wochen. Gleichzeitig sagt er auch, es scheint einfacher und schneller zu sein in, auf irgendeine Art und Weise, und er würde definitiv gerne von dem Pilot 21 hören, wie einfach, wie schnell und wie viel Vorerfahrung man braucht, um das zu bauen. Ja, und der gute Alex NL, der bietet hier noch die Trainsim Community an als Website für die Strecke zum Hosten, falls er sie dann veröffentlichen will. Ja, sehr, sehr cool, dass das Ganze kostenlos sein wird. Wir haben jetzt schon eine Info, was wir wahrscheinlich an Strecken brauchen, damit wir hier das benutzen können. Was Fahrzeuge angeht, die er dann da mitliefert, wenn er auch einen Fahrplanmodus baut, muss er natürlich auch Fahrzeuge da fahren lassen. Das wird sich noch zeigen. Wahrscheinlich werden es die S-Bahnen werden. Welche dann genau, das müssen wir mal schauen. Ob er die dann auch noch umpaintet, das weiß ich auch nicht, ob er das überhaupt kann oder ob er sich dann nur aus Streckenbauen verlegt, ob er sich dann noch einen Partner an Bord holt, das müssen wir sehen. Aber das ist so ein Projekt, da bin ich ja, sehr, 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 sehr gespannt, wann es kommt, in welchem Zustand es kommt, was da alles mitgeliefert wird. Und ich bleibe da auf jeden Fall für euch dran, weil das ist wirklich für mich persönlich, ihr könnt euch gerne das Video angucken, wenn ihr es noch nicht getan habt, die absolut beste Strecke bisher in TSW. Seit TSW 1, also über alle Strecken verteilt, alle Länder. Das ist wirklich so eine hohe Qualität. Bin ich sehr, sehr gespannt. Und lasst euch nicht abschrecken. Das habe ich auch gemacht, als ich mir das Video angeguckt habe. Es hat sehr geruckelt, aber das liegt einfach daran, dass er die Strecke im Editor fährt und nicht im Spiel. Und im Editor scheint das irgendwie, ja, noch so zu sein, dass da die Performance natürlich nicht so gut ist wie im fertigen Spiel. Und man kann natürlich auch noch an einigen Stellschrauben drehen, damit das Ganze dann besser aussieht. Ja, sehr cool. Für Konsolenspieler tut es mir ein bisschen leid, aber vielleicht tut sich da noch was. Vielleicht geht auch DTG auf ihn zu und sagt, hier, pass mal auf, wir sehen da ganz schön viel Potenzial. Wir möchten, dass du bei uns ins Team kommst. Wir möchten, dass du vielleicht sogar das Ganze über uns vermarktest. Das ist natürlich noch nicht in Stein gemeißelt. Er sagt selber jetzt, es wird kostenlos sein. Aber mal gucken, was sich da noch tut. Ich bin gespannt, was wir da noch in Zukunft zu sehen bekommen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.